Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Es geht hier weiter und er möchte dazu was sagen. Sag mir, wie spricht dich das hier an? Was denn? Das da oder das da? Es sieht aus wie ein Gesicht. Es sieht irgendwie wie ein Gesicht aus. Der Fleck ist das Auge, der rote Klecks die Haare und das ist die rausgestreckte Zunge. Kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Es geht um Zusammensetzung, die Balance zwischen Farbe und Gefühl in der Kampf im inneren Frieden zu finden. Das klingt wahrscheinlicher als das erste, ne? Komm, wir nehmen es aber mal. Es geht um Zusammensetzung, die Balance zwischen Farben und Gefühlen, der Kampf im inneren Frieden zu finden. Oh ja, das war das letzte Bild einer Porträtreihe von Gilda. Nummer 1378. Ihre Gefühlswelt überlagert das Porträt. Die Realität des Subjekts ist verzerrt, da das Ego versucht, sich zu projizieren. Hier lang. Okay. Ich werde hier noch zum Kunstexperten, Mensch, Meier. Was haben wir hier Feines? Das sieht aus wie Atompilze. Und was sagst du zu diesem Bild hier? Sieht aus wie Bäume im Weltraum. Vielleicht geht es um den Kampf, das Leben in der Leere zu halten. Das ist der Krieg. Überall Bomben. Keine oben oder unten. Kein oben oder unten, die Welt steht Kopf. Ja, ehrlich gesagt schon. Bäume würde ich das. Allein schon mit den Ringen und so, ne? Sieht schon aus wie der Atompilz, ne? Das ist der Krieg. Überall Bomben. Kein oben oder unten. Die Welt steht Kopf. Ich schätze, auf gewisse Weise ist das so. Kunst formt die Welt. Und die Welt formt die Kunst. Kunst muss daher ständig durch kontextbezogene und historische Betrachtung wiedergeboren werden. Wir alle müssen aszendieren. Okay. Jetzt frage ich mich nicht, was das ist. Ist ja gut hier. Zack, zack, zack. Ich gehe ja schon. Oh, Nikatze. Und was ist mit dem hier? Und bitte sei ehrlich. Denn ohne Ehrlichkeit ist Kunst nicht mehr als Politik. Eine Katze, die an einer Rakete nascht. Sieht nett aus, einigen Leuten gefällt sowas sicher. Das ist Schwachsinn, du redest Scheiße und vergeudest meine Zeit. Das ist eine Metapher. Ein junges Wesen kämpft mit Ideen, die es nicht verstehen kann. Ja gut, wenn du das so ausdrückst, könnte das gut sein. Oder es ist einfach nur eine Katze, die spielt. Ich würde am liebsten drittens sagen, aber wir nehmen mal viertens. Das ist eine Metapher. Ein junges Wesen kämpft mit Ideen, die es nicht verstehen kann. Interessant. Der Geist findet Bedeutung, wo keine sein sollte. So hatte ich das noch nicht gesehen. Kannst um ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes Werk. Ich habe die Reihe natürlich unter einem Pseudonym veröffentlicht. Mit dieser Reihe habe ich mehr verdient als mit meinen richtigen Werken. Dabei sollte das Ganze nur ein Scherz werden. Was sagt das über den Wert der Kunst für den einfachen Mann aus, hä? Vermutlich nicht so viel, keine Ahnung. Haha, der Kunstliebhaber. Hier, um mein neuestes Werk zu sehen? Die Striche hinter mir. Tatort war rote Farbe, weißt du irgendwas darüber? Ja. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen unterscheiden. Sie und Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Worüber haben sie sich denn gestritten? Worüber haben sich Juliana und Ezra gestritten? Keine Ahnung. Ich habe gemalt und versucht, es auszublenden. Gilda hat sie aber bestimmt gehört. Vielleicht solltest du sie mal fragen. Okay. Am Tatort war rote Farbe. Weißt du irgendwas darüber? Nein. Ezra hat sich meine letzte Dose ausgeliehen und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Mhm. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Zur Inspiration. Den anderen gefällt der Gedanke nicht. Doch selbst wir sterben irgendwann. Wie Prometheus Fackel entfachte sie mir das Feuer, um in der Zeit, die ich habe, möglichst viel Kunst zu schaffen. Anscheinend hast du Gilda ziemlich oft gemalt. Warum sie? Anscheinend hast du Gilda ziemlich oft gemalt. Warum sie? Unsere Gilda ist ziemlich einzigartig. Erkennst du nicht die Lebensfreude in ihr? Nie habe ich jemanden getroffen, der sich so an das Leben klammert und so im Moment ist.
Schlafen war ich in sie vernarrt. Du bist immer noch in Gilda verliebt, oder? Du bist immer noch in Gilda verliebt, oder? Und wenn schon, was geht dich das an? Sie verdient jemanden, der ihre vergängliche Schönheit erkennt. Nicht diesen groben Schauspieler. Okay, egal. Egal. Gut, dann gehen wir mal zu den nächsten Leuten. Uiuiuiui. Ist ja schon aufwendig hier. Ah, oh, danke schön. Hi. Streitet ihr euch gerade? Mr. Whiskers. Wer ist das süßeste Kätzchen? Juliana. Mr. Whiskers ist letzten Monat gestorben. Das hier ist... Schau sich einer diesen Sau... Weißt du noch? Oh, natürlich. Wie dumm von mir. Ich schaue mir kurz die neurale Interface-Matrix an. Dann kann ich bestimmt das... Nein, das ist es nicht. Ich bin einfach nur erkältet. Da kam wohl was rein, als sie Pearl losgeschickt haben. Oh Gott, das war nicht schon wieder. Letzten Monat hattest du angeblich die Masern. Du bist kein Doktor, du hast doch keine Ahnung. Außerdem denke ich, dass es Malaria sein könnte. Zunächst mal, ich bin Doktor. Ja, aber kein echter Doktor. Robotik ist keine medizinische Fachrichtung. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, in dem Anzug kannst du nicht krank werden. Das ist physisch unmöglich. Sehr interessantes Streitgespräch. Warum verschwindest du nicht einfach und spielst in deinem Labor? Mr. Scruffy und ich werden das Testament umschreiben, sodass ihr alles bekommt, wenn ich sterbe, weil der böse Bird mir nicht glaubt. Oh Gott, Juliana. Ich wünsche viel Spaß. Mach, was du willst. Ich bin im Labor. Hallo, brauchst du was? Ihr seid ja recht sehr interessante Zeitgenossen. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Oh, nun, das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber am Tatort finden sich bestimmt ein paar Hinweise. Gibt es sonst noch was? Ja. Ich hörte, dass Juliana und Ezra sich gestritten haben. Einige Tage bevor er gefunden wurde. Erzähl mir was darüber. Ich war in meinem Labor und habe nichts gehört. Aber Juliana hatte immer Probleme mit Mr. Parker. Ich glaube, sie hatte was im Aufseherbüro gefunden. Ich habe nicht genau hingehört. Ich war so in meine Forschung vertieft. Ich weiß es nicht. Ich versuche, ihr die Geldangelegenheiten zu überlassen. Gibt es sonst noch was? Erzähl mir von dir. Erzähl mir von dir. Ich bin Wissenschaftler. Meine Frau Juliana hast du vermutlich schon kennengelernt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Gibt es sonst noch was? Nein, danke. Erzähl mir von deinen Forschungen. Ich war einer der Teamleiter bei der Erschaffung der ersten Robohirne, den Vorläufern unseres Modells. Die meisten finden sie nicht besonders interessant und ich möchte dich nicht langweilen. Gibt es sonst noch was? Erzähl ruhig weiter, ne? Also. Ich würde gerne mehr über deine Forschung wissen. Oh, wunderbar. Niemand sonst hier will sich darüber unterhalten. Funktional entspricht dieses Modell mehr oder weniger den vorherigen Versionen, aber ohne Neuralunterdrücker und Rekonditionierung. Zwischen Stimmmodulator und Neuralmatrix scheint es einige Problemchen zu geben, was zu Übellaunigkeit führen kann. Dem kann man aber mit regelmäßiger Wartung beikommen. Gibt es sonst noch was? Wenn du nichts mehr hast, Robohirne haben einen Stimmmodulator, erzähl mir mehr darüber. Robohirne haben einen Stimmmodulator? Erzähl mir mehr darüber. Das ermöglicht uns, die originalen Stimmen nachzubilden. Sie können jede normale menschliche Stimme imitieren. Ich glaube schon seit längerem, dass die Probleme mit unseren rekrutierten Exemplaren auftreten, weil das Gehirn ein Selbstempfinden beibehalten will. Unsere originalen Stimmen zu verwenden, hilft bei der Verstärkung des neuralen Netzwerks. So wie Musik bei einem Alzheimer-Patienten. Gibt es sonst noch was? Das ist interessant. Vielleicht später. Vielleicht später. Okay, ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Okay, das ist schön, dass ihr alle Roboter seid. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wo sind hier die Alte hin? Hier. Hallo. Hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Hey, woher wusstest du es denn nur?
Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Ich glaube, es war einer dieser Schauspieler oder dieser schreckliche Maler. Solche Leute neigen zu Gewalt. Oder vielleicht war es auch du. Ich habe gehört, dass du vor ein paar Tagen einen Streit mit Ezra hattest. Was hat es damit auf sich? Naja, das war keine so große Sache. Er wollte mehr Geld für Reparaturen im Hotel. Mir ging es nicht so gut und ich habe den Ärmsten attackiert. Ich hätte wirklich öfter auf ihn hören sollen. Mhm. Was soll dieser ganze Plunder hier? Das sind unsere Sachen. Wir warten nur darauf, dass der Krieg vorbei ist. Dann bringen wir sie wieder ins Anwesen. Okay. Erzähl mir von dir. Ich bin Juliana Riggs, Erbin des Riggs-Vermögens und Frau von Bert Riggs. Keine Ahnung, was du erwartet hast, Detektiv. Keine Ahnung. Vielleicht später. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Die war's bestimmt. Ja, keine Ahnung. Aber die Munitionskiste. Was ist hier drin? Wart. Wart sie nicht mehr. Auch schon wieder ein Katzenbild. Ach, guck mal. Und alle haben so Munition drin. Okay, soweit. Ja, bin ich noch so ein bisschen überfragt, wer der Mörder sein soll. Ich könnte mir irgendwie fast schon vorstellen, dass es tatsächlich der Maler gewesen ist. Weil er sich daran aufgeilt irgendwie. Andererseits, ich weiß es nicht. Wir müssen. Hier ist gelbe Farbe. Oh, das sieht ja sehr ordentlich hier aus. Wer haust du denn hier? Naja, egal. Wir müssen mal noch mehr Beweise sammeln, sag ich mal. Achso, das ist am Strand. Wow. Okay. Wenn das nicht der tapfere Detektiv ist. Ja. Ich habe schon viel zu lange niemanden mehr mit so einem Körper gesehen. Können wir uns über den Mord unterhalten? Flirten bist du auch nicht so übel. Bah, das ist ja widerlich. Ja. Du bist auch nicht so übel. Du hättest mich vor all dem sehen müssen. Auf meine roten Haare war jedes Mädchen neidisch und meine Beine endlos lang, Schätzchen. Du willst doch sicher lieber ein paar meiner Filmgeschichten hören, statt über diesen fiesen Mord zu reden. Ja, na gut, ich muss sagen, du bist ja... Ich muss sagen, du bist eine wirklich gute Schauspielerin. Was soll ich sagen? Es fällt mir einfach leicht. Willst du ein paar meiner Geschichten hören? Ach, hau raus. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Deine Stimme klingt bezaubernd. Tja, Schätzchen, wenn du es richtig anstellst, flüstere ich dir vielleicht ein paar süße Worte ins Ohr. Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Ich flirte aber mal weiter mit dir, mal sehen, was passiert. Ich habe Mädchen aus Fleisch und Blut getroffen. Die waren nicht mal annähernd so eine Frau wie du. Weiter so, Tiger, dann finden wir raus, ob du Manns genug für mich bist. Du bist doch sicher hier, um... Nein. Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Klingt gut. Ist das jetzt ein Ernst? Keine Ahnung, was das sollte. Auf der Insel... Ist das jetzt ein Ernst? Verbringen wir jetzt tatsächlich eine Nacht mit dem Roboter? Ist das dein Ernst, ja? Das war super. Oh Gott. Aber es sollte besser nicht zur Gewohnheit werden. Wir sehen uns, Tiger. Wie, warum und... Was? Ist das dein Ernst? Okay, wir haben eine Beziehung mit einem Roboter. Ja, na... Gut, kann nicht jeder von sich bauen. Leute an. Hallo, Tiger. Willst du noch was von meiner Karriere hören? Oder doch lieber was anderes? Ich möchte doch über den Mord vielleicht... Ich hätte da ein paar Fragen. Sicher, Schätzchen. Aha. Aha. Anscheinend hatte Juliana einige Tage vor Ezras Tod einen Streit mit ihm. Hast du vielleicht gehört, worum es ging? Aber hallo! Seit Theresa Dubois ihren Kostümdesigner gefeuert hat, habe ich keine Frau so an die Decke gehen sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Das war extrem. Sie war wohl im Aufseherbüro und hat dort ein totales Durcheinander vorgefunden. Aber, und hier wird es interessant. Es klang, als hätte sie etwas gefunden, das sie wütend machte. Ich konnte aber nicht hören, was. Brauchst du sonst noch was? Okay, dann müssen wir wohl mal ins Aufseherbüro. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Schon seltsam, wie sehr Santiago von dem Mord besessen ist.
Obwohl er schon immer ein bisschen zwanghaft war. Er hat eine ganze Serie von mir gemalt. Hunderte Bilder. Meinte, ich wäre seine Muse. War schon schmeichelhaft. Aber auch ein bisschen drüber. Brauchst du sonst noch was? Ich habe Keys Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er da hingekommen ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Ezra umgebracht hat. Brauchst du sonst noch was? Ich glaube, dass du eine Affäre mit Santiago hattest. Pass auf, ich liebe Keith. Aber manchmal kann er mir nicht das geben, was ich brauche. Als Frau ist man hier sehr einsam. Das war nur für ein paar Dutzend Jahre. Der Mann ist selbst für mich etwas zu viel. Brauchst du sonst noch was? Auch wenn es nur ein paar Dutzend Jahre war. Worüber hast du mit Keith gesprochen, als ich reinkam? Oh, das? Wir haben geprobt. Wir müssen am Ball bleiben, wenn wir Hollywood wieder aufbauen wollen. Aber Keith wird immer nervös, wenn er aufgebracht ist. Brauchst du sonst noch was? Ja, zum Beispiel. Erzähl mir von dir. Mein Lieblingsthema. Um es kurz zu machen, Schätzchen. Ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Wenn diese internationale Auseinandersetzung beendet ist, kehre ich ins Filmgeschäft zurück und führe die Welt in ein goldenes Zeitalter für das Kino. Brauchst du sonst noch was? Nee. Egal. Ich bin hier und leide ob deiner fehlenden Beachtung. Oh. Ich küsse und diene. Das ist schön für dich. Okay, wie kommen wir in das Aufseherbüro und Classroom? Ja gut, das brauchen wir jetzt wohl nicht mehr. Okay, dann kommen wir zum Aufseher. Ja, das sieht ja alles sehr sauber aus hier oben. Oh, meisterhaft entsperrt. Oh, welches böses Geheimnis wohl auf uns warten wird. Eine kaputte Büroklammer vielleicht. Haarklammer. Büroklammer. Na, komm schon. You can do it, if you want it. Andere Richtung vielleicht auch. Nein. Immer ist es links rum, ne? Richtig nervig. Arschloch. Na, los, geh auf. Dankeschön. Ja. Ja. Schön sieht's hier aus. Ist die auch nochmal versperrt? Schade. So viel zum Thema Aufseher. Schade, dass er nicht mit einbezogen war in die Roboterpläne. Kommt aber deiner angeschossen. Hört sich so an, ne? Gucken wir erstmal, was im Terminal hier rumsteht. Vault 111. Warum 111? Anweisung für Aufseher. Vertraulich, nur Flair. Vault 118. Okay, warum stand da Vault 111? Cool, ein Fehler. Vault 118 soll die Interaktionen zwischen Arbeiterklasse und den Ultrareichen unter beengten Bedingungen erforschen. In Zusammenarbeit mit dem Personal des Cliff's Edge Hotel wird dieser Vault als Luxushotel betrieben, das die benötigten Testpersonen anzieht. Nach Beginn des Tests werden zusätzliche Testpersonen aus der einheimischen Bevölkerung einem zweiten, deutlich minderwertigen Flügel des Vaults eingelassen. Okay, Betriebsprotokollhandbuch. Aufnahme von Bewohnern. Vor Aktivierung des Experiments auf Vault 118 als Ultra-Elite-Hotel fungieren, damit wir angemessen reiche und angesehene Testpersonen anziehen. Er wird als Geheimbereich des Hotels betrieben, damit Personen präsent sind, die Privileg und Exklusivität schätzen. Nach der Aktivierungsanmeldung von Vault Tech wird der zweite Flügel des Vaults Mitgliedern der Arbeiterschicht zugänglich gemacht. Diese Testpersonen werden zuerst durch die exklusiven Bereich des Vaults geführt, dann jedoch im beengten zweiten Flügel untergebracht. Sobald die Bewohner eingelassen wurden, wird der Vault versiegelt, bis die Testergebnisse vorliegen. Okay, bevorzugte Behandlung. Testgruppe A, Ultra-Elite. Jeder der maximal 10 Mitglieder der Testgruppe soll nach Möglichkeit jeden Wunsch von Roboterdienern erfüllt bekommen. Bei Interaktion mit Testgruppe B gelten für sie keinerlei Gesetze. Testgruppe B Arbeiterschicht. Diese anfangs 300 Mitglieder umfassende Testgruppe sollte auf den zweiten Flügel des Vaults beschränkt sein. Ihre Lebensbedingungen sollten wenn möglich unkomfortabel und beengt sein. Die Mahlzeiten und andere Rationen sollten extrem beschränkt sein. Und die Strafen für Regelverstöße werden von Testgruppe A festgelegt und von Roboterdienern vollstreckt. Aha, Mitarbeiterpflichten und Sicherheit. Aufgrund des Potenzials extremer sozialer Interaktionen sollten Vaulting-Mitarbeiter nur als Aufseher und wichtige Forschungsmitarbeiter eingesetzt werden. Alle anderen Sicherheitsdienstleistungs- und Wartungsarbeiten sollten von Robotern durchgeführt werden, damit alle Richtlinien eingehalten werden. Okay, das klingt sehr nett. Aufseher-Logbuch.
veränderte Testparameter. Das ist absolut unerhört. Eines der Versuchsobjekte von Testgruppe A ist offenbar ein Forscher von General Atomics, der an einem neuen Roboterprogramm arbeitet. Er und seine Frau haben die anderen Mitglieder von Gruppe A davon überzeugt, dass es angesichts der angespannten politischen Lage ihre beste Chance ist, den Krieg zu überleben, ihre Gehirne in diese Roboter einpflanzen zu lassen. Und das machen die komplett freiwillig. Schierer Unsinn. Irrsinn. Ich habe meinen Vorgesetzten berichtet, dass die Testergebnisse völlig verfälscht, aber sie scheinen von dieser Vorstellung mehr fasziniert denn abgestoßen. Die Tür ging nicht auf. Wir haben eine Aktivierungsmeldung von Vault-Tec erhalten und sollten den Test beginnen, obwohl der zweite Flügel noch nicht fertig ist. Als ich jedoch das Rekrutierungsprotokoll für Testgruppe B auslösen wollte, teilte mir das System mit, dass ich ausgesperrt sei. Offenbar hat jemand aus Testgruppe A das System außer Kraft gesetzt, um den Einheimischen Zugang zu gewähren. Sie hämmern seit Tagen an die Tür und ich kann nichts dagegen tun. Ich ertrage das nicht. Oh Gott, das geht nun seit Wochen und heute wurde mir klar, dass ich jetzt das Versuchsobjekt bin. Anstatt die soziale Interaktion zwischen den Einheimischen und diesen reichen Arschlöchern zu untersuchen, bin ich hier mit ihnen gefangen. Sie werden ewig leben und ich muss den Rest meines Lebens mit ihnen zurechtkommen. Das halte ich nicht aus. Okay, Band abspielen. Der Bau des zweiten Flügels des Vaults steht komplett still. Nachdem der Premium-Bereich des Vaults fertiggestellt war, wurden offenbar die Mittel eingefroren. Meine Vorgesetzten teilten mir mit, dass sie keine Zahlungen von Mr. Park erhalten haben und Vault-Tec den Bau nicht aus eigener Tasche finanzieren wird. Ich habe mehrmals versucht, mit Ezra über die Finanzen zu reden, aber er erzählt mir immer wieder, dass Miss Riggs das Geld noch nicht überwiesen hat. Als ich sie fragte, sagte Juliana allerdings, dass sie Ezra kürzlich was für die Goldfarbe in den Zimmern gegeben hat. Ich habe einen Ermittler angeheuert, der in den nächsten Wochen nach Anzeichen für Unterschlagung suchen wird. Naja, und so Juliana Max. Klingt, als hätte Ezra Geld von den Investoren veruntreut. Okay, und der andere hat das wahrscheinlich rausgefunden und dann gab's das Maul, schätze ich mal. Also es ist ja auch wieder mal ein sehr nettes eine sehr nette Testumgebung hier gewesen. Aber wo ist denn der andere Flügel? Der ist wahrscheinlich noch nicht gebaut dann. Ups, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Na gut, wer soll das hier schon sehen, nicht wahr? Ja, dann sprechen wir nochmal mit Mrs. Wicks. Wir gucken uns das mal hier oben noch ein bisschen um. Mythophonix, was ist das denn? Achso, das Ganze. Bisschen, oh, hier darf ich ja leider nichts klauen. Schade, schade, schade. Okay. Dann hüpfen wir mal runter hier wieder. Es ist ja auch dreckig hier, also. Diese Hausmeister-Roboter könnten ruhig ein bisschen besser aufräumen hören. Oho. Was sehe ich denn hier? Schöne Schwerter. Ich meine, ich habe zwar sowieso schon mehr als genug Schwerter, aber ey. Never enough. Jetzt mach doch mal den Kack auf, Alter. Danke. Das wär's. Kampfmesser. Revolutionärschwert. Das hatten wir, glaube ich, alles schon. Nein. Was ist das denn für eines? Oh, schade. Machen wir den Puffy auch nochmal ganz kurz auf. Cool. Was ist das hier? Motorradbrille. Achso. Gelber Pilotenhelm, Mechaniker und so. Das würde mich mehr interessieren, ehrlich gesagt, aber okay. Muss ja nicht unbedingt sein, was nicht hier oben. Zigarrenkiste, ein Buch, was wir natürlich nicht mitnehmen können. Warum auch? Mehr Bücher. Ich weiß nicht, ob ich. Oh Gott. Wer sammelt denn Totenköpfe? Meiner? Und eine große Schaufel? Und eine Kanone. Ja, ist ja echt ein geiler Laden hier. Was führt uns hier ein? Aufseherschlüssel. Naja. Ausgezeichnet. Ja, gut, kommt ein bisschen später. Kommt so ein bisschen spät, aber naja, gut, ist ja nicht weiter schlimm. Die paar mehr XP erfreuen uns doch alle. So, komm mal her, Süße. Süßer. Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Irgendwie schon. Ich glaube, nein, warte mal. Egal. Okay. Wieso sollte ich denn mit dem sprechen? Wenn mir das Spiel jetzt einfach sagen, hey, untersuche Julian Rix oder so, finde und beschuldige den Mörder. Untersuche Kevin Knick. Ach, soll ich ihn, ja? Nö, ich kann ihn nur hacken. Was passiert, wenn ich ihn hacken würde?
Bitte Einheiten abschalten, Befehl. Okay, abgeschalten. Okay, ich weiß jetzt nicht warum. Kann ich den bitte wieder anschalten? Das, okay, Einheiten aktivieren. Sehr gut. Okay, das ist aber gut, dass wir die mal spontan deaktivieren können, wenn sie ein bisschen nerven. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Wer bist du? Achso, Bert. Nein. Ich spitze und diene. Tu das, schön für dich. Ich muss mit den anderen hier quatschen. Hast du noch was zu erzählen? Haha, der Kunstliebhaber. Hier, um mein neuestes Werk zu sehen? Ich glaube nicht. Ach, Mann. Egal. Egal ist 88. Ist ja gar keine Tür. Wo geht's denn hier rein? Husch. Hallo, hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Ich glaube ja. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Ezra Geld von dir und den anderen Investoren veruntreut hat. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Ezra Geld von dir und den anderen Investoren veruntreut hat. Tja, ich glaube nicht, dass Mr. Parker sowas tun würde. Da bin ich mir sicher. Ach ja, ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Er wusste zu viel. Nenn mir doch einen Grund, warum es nicht sein kann. Ich bin mir noch nicht sicher. Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es in Kate's Schuhe geschoben. Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es Keith in die Schuhe geschoben. Keith. Du warst nah dran. Schade. Ich dachte, die List hätte noch ein bisschen weitergehen können. Tja, irgendwann muss es wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Nein. Wenn ich dich gehen lasse, will ich an einen Tag an der Beute. Ezra, du lebst noch? Keine Chance, deine Mordserie endet hier. Scheiß auf das Geld. Keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Das tun wir. Was hast du schon zu bieten, ne? Du bist ja ein Witz. Okay, nicht gerade sehr spannend, aber das Problem ist, er hält viel aus. Ich bin Vorschlag einmal zu kommen. Hahaha. Oh, jetzt greifen die Roboter mit an. Okay. Auch wenn ich sie irgendwie gar nichts davon erzählt habe. Also ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen ich ach scheiß drauf. Wo ist denn hier? Ein super gutes Training. Okay, hätten wir Schlüssel zu Vault 118. Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr. Ich wollte ihm pfeifen, aber das hätte dann zu Ohrenschmerzen geführt, deswegen. 500 Vorkriegsgeld, Mensch, mal ja. Gar nicht mal so schlecht als Bezahlung, nicht wahr? Okay, diesen Mordfall hätten wir wohl erfolgreich abgeschlossen, möchte ich mal behaupten. Quatschen wir hier noch mit dem Maxwell. Ich habe den Killer gefunden. Es war Ezra. Tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als Sie ihn zur Rede gestellt haben? Ist das wirklich so wichtig? Robe Hörner können essen und ich habe ihn am Festmarkt der Richtigkeit serviert. Ich habe ihn getötet, er hat es verdient, ja. Er hat mich angegriffen, aber es ist vorbei. Eure Gäste sind sicher. Hier, bitte. Ihre Bezahlung. Und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Ich glaube, ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Das mag wohl stimmen. Fuck. Hohoho. Geil, also jetzt haben wir über 1000 Vorkriegsgeld erhalten. Na, das wird ja heftig, ey. Dann kann ich ja richtig meine Kronkorken wieder verlangen. Gut, dann mit diesem phänomenalen Erfolg möchte ich mal behaupten, mache ich erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Fallout 4 wieder, wenn wir noch irgendwelche spannende Rätsel lösen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüss.